Meinetwegen sitzt ein Mensch im Rollstuhl. Wie kann ich da einfach so weiterleben, als wäre nichts geschehen? Wer bist du? Ich bin dein innerer Optimist. Was willst du von mir? Dich von deinem schlechten Gewissen abhalten. Wieso? Ich bin doch schuld. Du kannst nichts dafür. Du hast so gut gehandelt, wie du nur konntest. Es gab keine andere Möglichkeit. Wärst du nicht ausgewichen, dann hättest du vielleicht 2 Kinder zu Waisen gemacht. Was meinst du? In dem entgegenkommenden Auto saßen 2 Kinder mit ihren Eltern. Wärst du nicht ausgewichen, wären die Eltern wahrscheinlich tot. Aber ich hätte nach rechts ausweichen können. Ha! Daran hast du nicht gedacht. Dann wäre nämlich niemandem etwas passiert. Hättest du eben nicht, sonst hättest du es ja getan. Du bist nämlich deinem Instinkt gefolgt. Mein Instinkt ist genauso scheiße wie ich. Ich habe einfach kein Recht mehr, weiterzuleben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber davon kann die Frau auch nicht mehr laufen. Zudem ist dein Leben verspielt. Mein Leben? Wen juckt's? Du kannst das Geschehen nicht rückgängig machen. Akzeptiere es, wie es ist. Aber ich hätte etwas anders machen können an dem Tag. Ich hätte trotz der Eile langsamer fahren müssen. Ja, das stimmt. Wie ich sehe, hast du aus dieser Erfahrung gelernt. Ja, da war die Welt noch in Ordnung für mich. Wir wissen manchmal nicht, wieso diese Dinge geschehen. Mach es dir nicht so schwer. Verzeih dir. Was soll ich denn jetzt machen? Geh von der Straße. Es ist sonst gleich zu spät dafür.